Hallo, herzlich willkommen. Wir haben hier ein iPad 11 Pro von 2018. Bei diesem Gerät ist jetzt der Bildschirm total zersprungen, wie ihr das hier sehen könnt. Und wir tauschen ja heute nur das Glas, und zwar nicht das ganze Display. Normalerweise würde man ja das ganze Display tauschen, aber es ist auch möglich, nur das Glas zu tauschen. Und zwar stellt es hier eines der ersten Videos dar, wo das überhaupt gemacht wird, weil ich hier ganz einfache Methoden verwende. Ich verwende jetzt hier die Loka-Kleber-Methode. Ich zeige euch das jetzt gleich. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, da gelang dann die Reparatur wegen Gleichsinnigkeitsfehler nicht und deswegen jetzt hier das versprochene zweite Video. Im ersten Schritt mache ich erstmal die Glasscheibe sauber ein bisschen und dann trage ich da so Tesafilm auf, denn wir müssen ja die oberste Glasschicht runterschneiden mit einem Schneidedraht. Vielleicht ist es auch eine bessere Methode, wenn man einfach über dieses Glas mit einem UV-Kleber ein fertiges Glas drüber klebt. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren. Ich verwende jetzt aber wieder diese Methode mit dem Klebeband. Und da wird es jetzt möglichst sauber und blasenfrei draufgeklebt. Das hat den Sinn, wenn wir das mit dem Schneidedraht trennen, damit sich nicht so leicht die einzelnen Glassplitter lösen und das Gerät besser angesaugt werden kann auf dem LCD-Separator. Wir müssen im ersten Schritt erstmal versuchen, das Display zerstörungsfrei auszubauen. Das ist aber nicht so schwierig. Das habe ich euch ja auch in meinem anderen Video gezeigt. Ich verwende jetzt hier, um den Schneidezahn um das Glas zu trennen, erstmal einen ganz dünnen Schneidedraht von 0,036 mm. Und ich versuche jetzt hier nur das Glas runter zu trennen, also den Touch und so noch drauf zu lassen. Dazu arbeite ich erstmal mit so einem dünnen Plastikstreifen vom kaputten Laptop-Bildschirm und führe den seitlich ein. Vorher müssen wir noch diese Sensorik ausbauen. Vorne ist ja diese Sensoren für diese Face-ID-Erkennung. Das geht ganz gut, wenn man das auf der Heizplatte einbaut und das wird dann später einfach wieder an der gleichen Stelle reingeklebt. Und erst wenn wir das Display so vorbereitet haben und mit dem Tesastreifen auch beklebt haben, können wir dann anfangen, das zu trennen auf diesem LCD-Separator. Im Gegensatz zu meinem anderen Video versuche ich jetzt hier nur die Glasscheibe runterzuschneiden. Deswegen mache ich hier erstmal ein Stück Plastik an der richtigen Stelle rein, damit ich mich da orientieren kann. Und der Schneidedraht in die richtige Richtung rutscht eben. Und deswegen fange ich hier auch mit so einem dünnen Schneidedraht an. Ich verwende jetzt hier neuerdings so einen LCD-Separator. Eine Heizplatte ist das, wo das durch Vakuum angesaugt wird. Damit gelingt es schon, dass man nur das Glas trennt, ohne den Touch darunter zu beschädigen. Hier seht ihr nochmal, wie ich mich da vorarbeite. Und ich habe hier schon das fast komplett getrennt, das ganze Glas. Den Rest habe ich getrennt, indem ich das Display auf so eine Heizplatte gelegt habe und hier jetzt diesen Schneidedraht durchführe. Ihr seht ja, wie ich den restlichen Glas hier entferne. Ihr müsst hier immer, wenn ihr das schaffen wollt, dass ihr nur das Glas trennt, müsst ihr immer höllisch an den Rändern aufpassen. Vielleicht ist es am einfachsten, erstmal an allen vier Ecken mit so einem dünnen Plastik reinzufahren, damit man mit dem Schneidedraht nicht diesen Touch beschädigt, weil das passiert sehr leicht. Normalerweise tauscht man einfach das komplette Glas mit Touch. Hier versuche ich das erstmal nur, das Glas runterzukriegen und so, dass die Touch-Funktion von dem Display noch erhalten bleibt, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Die restlichen Glassplitter entferne ich hier mit so einem Stück Blech, indem ich das hier ganz vorsichtig runterschiebe.
Und hier am Rand sieht man auch schon die Kontakte von dem Touch. Wie gesagt, wenn dabei der Touch nicht mehr geht, ist es nicht so dramatisch, weil dann kauft man halt einfach ein Glas mit Touch-Funktion. Aber die Arbeit geht dann deutlich einfacher, wenn man es schaffen kann, nur das Glas runterzutrennen. Anschließend müssen wir den Kleber entfernen. Der ist hier, lässt sich oft sehr schwer entfernen. Ich benutze jetzt wieder hier so einen rotierenden Metallstab. Damit funktioniert das ganz gut. Damit kann man auf jeden Fall die groben Sachen entfernen. Und das geht hier wirklich ziemlich gut. Ist allerdings eine sehr mühsame Arbeit. Und natürlich müsst ihr auch immer wieder das Display zwischendurch auf Funktion testen, denn das macht ja keinen Sinn, das Ganze zu reinigen, um zu sehen, dass dann vielleicht hinterher doch der Touch nicht richtig funktioniert. Zusätzlich erhitzt sich das ganze Display hier so auf etwa 60-70 Grad mit der Heizplatte, damit ich diesen Kleber entfernen kann. Und man kann den auch mit so Plastikschaber oder mit einem Fingernagel runterkratzen oder halt mit etwas Öl vielleicht. Ihr müsst aber immer auch aufpassen bei Reinigungsflüssigkeiten, dass ihr damit sparsam umgeht, dass das nicht am Rand in Backlight läuft. Hier verwende ich nochmal eine spezielle neue Reinigungstechnik. Ich habe jetzt hier so einen Patex-Klebestift benutzt. Der wird ja etwas weich durch die Temperatur hier von 80 Grad etwa. Und damit radiere ich jetzt praktisch die restlichen Klebereste weg. Das ging auch ganz gut, muss ich sagen. Also insgesamt gibt es halt keine optimale Methode. Das Ganze ist halt ein bisschen eine Geduldssache. Aber mit der Zeit wird das halt immer sauberer und ihr müsst es halt dann wirklich gut reinigen, das Display, damit dann später kein Dreck oder so auf dem Gerät sieht. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum dieser Arbeit so zeitaufwendig ist, weil es sind doch sehr viele Arbeitsschritte. Deswegen kann ich verstehen, dass man normalerweise einfach das komplette Display tauscht. Jedoch kostet so ein Display fast 200 Euro. Und hier haben wir ja dann den Vorteil, dass wir das Original-Display haben und das ist meistens etwas heller als die Nachbaudisplays. Hier erfolgt dann nochmal eine Endreinigung des Displays mit etwas Isopropanol und hier vorsichtig, wie gesagt, unten an den Stellen aufpassen, wo sich der Connector befindet. Ich habe es dann tatsächlich hingekriegt, dass das Display noch funktioniert und auch der Touch überall noch läuft, sodass man dann hier nur neues Glas draufkleben muss. Leider ist es aber so gewesen, dass ich diese Flexkabel mit etwas Tesastreifen befestigt habe, damit die mir nicht im Weg sind. Und beim Abziehen des Tesastreifens ist mir leider das Flexkabel von dem Touch eingerissen, also durch einen sehr leichten Leichtsinnigkeitsfehler. Und deswegen musste ich jetzt doch ein komplettes Glas mit Touch wieder verkleben. Aber wie gesagt, das macht ja nichts, ist dann nur ein bisschen aufwendiger dann. Damit wir später das neue Glas passgenau draufkleben können, habe ich hier eine spezielle Form gebaut. Hier habe ich erstmal provisorisch mit einem Loka TP 2500 die Glasscheibe provisorisch draufgeklebt. Und zwar, indem ich das ganze Display im Gerät gelassen habe und dann ein bisschen Kleber drauf gemacht habe. Und dann habe ich das ganze Display samt dem geklebten Glas wieder abgenommen, ihr seht hier das, und hab dann und verklebe das erstmal von unten mit einer Pappe. Durch die Verklebung des Displays mit der Pappe ist es auf jeden Fall jetzt fest arretiert und kann nicht mehr verrutschen.
Und jetzt müssen wir aber noch am Rand so Holzklötze draufkleben. Und ich habe hier noch ein bisschen so Spielkarten als Abstandhalter dazwischen gemacht. Und dadurch erreiche ich jetzt, dass wir eine perfekte Form haben. Hier ist es leider nur mit 3 Holzklötzen verklebt worden. Ich empfehle aber 4 Holzklötze, weil dann das Display noch sich exakter ausrichten lässt. Also das liegt dann noch exakter und kann dann wirklich nicht mehr verrutschen. Jetzt müssen wir aber noch danach, nachdem wir die Holzklötze geklebt haben, müssen wir natürlich das Glas wieder abnehmen. Das geht ziemlich leicht, wenn man das ein bisschen hier erhitzt und eine Plastikstreifen oder ein Stück Spielkarte dazwischen schiebt, dann könnt ihr das ganz vorsichtig wieder abnehmen. Es ist ja so, dass dieses Display ein LCD-Display ist und das bedeutet, dass das keine eigene, dass das eine extra Hintergrundbeleuchtung hat und da kann sehr leicht der UV-Kleber reinlaufen. Deswegen dichte ich das Ganze mit an den Ecken nochmal mit diesem Holzleimponal ab oder hier von Partex und habe das Display am Rand mit Tesastreifen abgeklebt, mit durchsichtigen. Dadurch erreiche ich, dass wenn später ich das verklebe mit dem UV-Kleber, dieser nicht in die Hintergrundbeleuchtung läuft. Wenn ihr das nicht machen würdet, sondern es einfach verkleben würde, dann würde der UV-Kleber zwischen diese Plastik Folien in dem Display reinlaufen und dann seht ihr da später hässliche helle Flecken. Hier zusätzlich trage ich nochmal UV-Kleber auf ein ganz bisschen und lasse den aufzerrten durch das Licht und so dass dieser Kleber auch nicht in die Ecken reinlaufen kann, weil da konnte ich ja nicht ganz den Tesafilmstreifen anbringen. Ich habe euch diese ganze Reparatur ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, deswegen brauche ich hier nicht so ausführlich auf jeden Schritt eingehen. Schaut euch das bitte auch an. Jetzt eine Zeitrafferaufnahme mit fünffacher Geschwindigkeit. Ich benutze jetzt hier im Gegensatz zu meinen anderen Videos den TP1000 Kleber. Dieser Kleber hat den Vorteil, dass er nochmal etwas besser aushärtet, also deutlich fester ist. Deswegen bitte diesen Kleber nehmen. Als Menge benutze ich hier fast eine halbe Menge von dieser orangenen Dose. Also genau gesagt sind es 5 cm. Und dann lasst ihr das ruhig mal so eine halbe Stunde bis Stunde liegen und dann verteilt sich der Kleber in alle Ecken. Ich habe jetzt hier die Schutzfolie drauf gelassen, deswegen sieht das Ganze so ein bisschen verdreckt aus. Und wenn dann das Ganze absolut blasenfrei verlaufen ist, ich mache das immer so eine Knochenform und dann drücke ich das Glas noch ein bisschen runter und dann entsteht halt ein See. Und wenn wirklich überall alles verlaufen ist, dann lässt man den Kleber aushärten. Ja, anschließend lassen wir den Kleber aushärten. Ich nehme mir deswegen den TP1000. Zum einen verläuft der viel dünnflüssiger und besser und ihr habt damit auch eine höhere Festigkeit. Ich habe bei dem TP2500 UV-Kleber gemerkt, dass der sich auf Dauer an den Ecken wieder ablösen kann und dieses Risiko haben wir bei diesem anderen UV-Kleber nicht. Deswegen immer lieber den TP1000. Nehmen. Jetzt müssen wir das ganze Display aus der Form entnehmen. Jetzt versteht ihr auch, warum ich da Pappe genommen habe. Die können wir jetzt einfach kaputt schneiden und dann das Display vorsichtig entnehmen. Ich hatte ja in meinem ersten Video zu diesem Glasreparatur den Fehler gemacht, dass das zu fest verklebt war und ich beim Abnehmen dieser Pappestücke oder Holzklötze das Display leider beschädigt hatte. Das passiert mir jetzt nicht mehr, wenn ihr das so macht, wie jetzt, wie hier gezeigt wird.
Ihr solltet auch nicht zu viel UV-Kleber nehmen. Auf der anderen Seite muss man so viel UV-Kleber auftragen, dass sichergestellt ist, dass er überall hinläuft und das Display wirklich blasenfrei verklebt ist. Ich habe hier den Rest immer mit Klopapier entfernt. Hier seht ihr ja nochmal die Sensorik, wie ich es wieder eingeklebt habe. Da habe ich diesen Kleber genommen, der heißt hier T8000 und hier das Display, bevor ich es wieder einbauen kann. Ich habe hier die restlichen Klebestreifen, Tesafilmstreifen, teilweise mit einer heißen Lötspitze wieder entfernt, damit ich da nicht Probleme kriege beim Einbauen, und entferne auch von der Rückseite mit Klopapier den restlichen Kleber, und den allerletzten Rest lässt man dann einfach aushärten. Bloß halt das bitte am Schluss machen, weil wenn ihr zu viel Klebereste hier drauf habt, dann könnt ihr das Display nicht mehr gut in der Form einbauen. Ihr seht ja also die komplette Rückseite und komplett vor dem Einbau. Hier habe ich auch schon wieder dieses Kabel angebracht von dem für den Touch und so. Und das sieht dann eigentlich wieder fast wie neu aus. Wie es auf der Rückseite aussieht, spielt ja eh keine Rolle. Vor dem Testen ist es bei diesen iPads immer extrem wichtig, dass man die Stromversorgung unterbricht. Ich schiebe hier immer so einen Plastikstreifen unter dem Akkukontakt und dann überprüfe ich das nochmal mit dem USB-Ampermeter. Man merkt es auch daran, wenn man Strom drauf gibt, dann geht das Gerät kurz an, das hört man an den Geräuschen, und geht dann wieder aus. Und so sieht mein Aufbau aus vor dem Einbau. Da wird das Display ein bisschen schräg arretiert und dann kann man gut das hier wieder festschrauben. Und vorne ist es ein bisschen schwieriger mit dem Festschrauben. Da haben wir ja auch noch die Steckverbindung für die Face ID und diese Hell-Dunkel-Sensoren. Ihr könnt dafür das Aufschrauben des Bleches an der einen Schraube, zumindest das Display, ganz leicht ein bisschen Spalt dazwischen lassen, und dann kommt man so gut mit dem Schraubenzieher ran. Aber passt bitte auf, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Hier nochmal ein Blick von dem getrennten Glas, so dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich benutze jetzt übrigens zum Verkleben wieder diesen T7000 Kleber. Da war ja noch ein beidseitiges Klebeband aufgetragen, das habe ich hier drauf gelassen. Und hier habe ich noch zusätzlich so Schutzaufkleber über die Kameras und Sensorik gemacht. Die könnt ihr auch bei AliExpress kaufen. Die bitte dran denken, dass ihr die wieder rechtzeitig entfernt. Wenn ihr diesen Kleber auftragt, diesen T7000, da wirklich nur eine Spur auftragen und dann den Kleber ruhig mal ein paar Minuten vortrocknen lassen, und dann kann man das Glas andrücken. Aber bevor ihr das zusammenklebt, vorher auf jeden Fall testen das Gerät. Die Schutzfolie habe ich hier bis zum Schluss drauf gelassen, aber kann man vielleicht auch vorher mal abnehmen, weil dann sieht man besser Fehler noch. Am Ende nochmal das fertige iPad. Man sieht hier praktisch ein sehr gutes Ergebnis. Auch diesen Tesastreifen, mit dem ich verhindere, dass der UV-Kleber ins Backlight läuft, sieht man praktisch gar nicht. Da muss man schon mit dem Mikroskop reingucken. Ihr solltet übrigens, bevor ihr das Display wieder verklebt, nochmal das vielleicht einen Tag liegen lassen oder zwei, um zu verhindern, dass irgendwelche Klebereste noch rauslaufen. Ich habe das immer auf eine Kante gelegt, dann auf die andere Kante und dann immer zwischendurch den restlichen Kleber entfernt bzw. aushärten lassen. Abonniert bitte auch meinen Kanal, denn ich zeige immer wieder interessante Videos. Hier habt ihr zumindest jetzt mal eine Technik kennengelernt, wie ihr auch mit einfachen Mitteln zu Hause so ein iPad-Glas austauschen könnt, was normalerweise ja nur mit sehr teuren und aufwendigen Maschinen möglich wäre.